Bekanntlich hat alles im Leben zwei Seiten, die eine Seite und die Kehrseite. Und bisher hat man nur die eine Seite betrachtet, nämlich im Hype um KI. Welche Möglichkeiten? Produktivität geht nach oben, aber vielleicht gibt es ja da auch eine Kehrseite. Und diese Kehrseite heißt, welche Geschäftsmodelle könnten damit gefährdet sein, nämlich auch Geschäftsmodelle von Tech-Aktien, die bisher von dieser KI-Euphorie so stark profitiert haben. Und dementsprechend stellt sich die Frage, sind da nicht nach den massiven Anstiegen manche Tech-Aktien extrem teuer, nicht haltbar auf diesem Niveau? Und wir haben eine kleine Erinnerung dafür heute bekommen, nachdem UBS heute Alphabet, also Google, abgestuft hat. Denn man stellt die Frage, naja, was passiert denn, wenn die Leute schlichtweg eben dann die Antwortmaschine befragen und nicht die Suchmaschine? Dadurch wird dann Google weniger Werbeeinnahmen erzielen. Man lebt ja davon, dass man bestimmte Links promotet, sich von den Anbietern in der Regel das auch gut bezahlen lässt. Wenn also jetzt praktisch keine Suchmaschine, sondern tendenziell eine Antwortmaschine am Start ist, dann wäre das Geschäftsmodell von Google, mit dem das allermeiste Geld verdient wird, praktisch komplett in Frage gestellt. Und das ist genau der Punkt. Die Märkte haben sich sehr stark in eine Richtung fokussiert, haben diese Aktien so extrem teuer gemacht. Einer der Gründe war, dass man gesagt hat, erstens, Tech ist ja der optimale Fluchtpunkt wegen der Bankenkrise, und Tech wäre ja praktisch immun gegen eine Rezession. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel Bloomberg die Zusammenfassung, warum es heute gerade bei Tech nach unten geht. Ja, die Aktienmärkte müssen vielleicht realisieren, dass die Fed doch nicht die Zinsen senkt in diesem Jahr. Und dass sie dadurch, indem sie die Inflation bekämpft, die Zinsen anhebt oder zumindest nicht senkt, die Wirtschaft dann in eine Rezession bringt. Und wenn die Wirtschaft dann in einer Rezession ist, dann ist eben die Frage der Bewertungen, und die geht auch an den Tech-Aktien nicht vorbei, wie wir gleich sehen werden. Denn in der Regel sind diese Aktien ja bemessbar anhand ihrer Relation zum BIP. Also wie viel Anteil haben etwa die großen Aktien, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, wie sie alle heißen, also die Highflyer der letzten Monate, wie groß ist ihr Anteil am BIP? Fast 50%. Das ist weit, weit über dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, ist nur übertroffen worden zu der Zeit, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte und massiv Liquidität in die Märkte geschüttet hat. Und wir sehen, dass gerne solche Tech-Blasen unmittelbar vor einer Rezession entstehen. Das war eben in der Tech-Blase so. Und dann platzt diese Blase, und mit diesem Platzen der Blase wird viel Geld verloren, wird viel Papierbewertungen letztendlich vernichtet, und das könnte diesmal auch so sein. Zumal, schauen wir uns mal an, etwa die Divergenz zwischen den Aktienmärkten und den Neuaufträgen im ISM-Index, also praktisch das, was an zukünftigen Geschäft zu erwarten ist, da gibt es eine ziemlich heftige Divergenz, die ist in etwa so groß wie 2020, als es dann relativ unschön wurde. Und hier sehen wir mal, dass vor allem ja die großen Tech-Aktien es gewesen sind, 7 Stück, die Märkte nach oben getrieben haben. Dann haben wir eine Gegenbewegung gesehen, hier etwa in dem Verhältnis Equal Weight gegen S&P Market Cap, also praktisch der Berechnung des S&P 500, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, und der normalen Berechnung, wo eben eine Apple, eine Microsoft, die Schwergewichte sind, Tesla, wie sie alle heißen. Wir sehen, das ist, hat sich zunächst mal in Sachen Marktbreite so ein bisschen erholt, ist dann aber wieder zurückgekommen. Heute erleben wir wieder mal einen Rückschnapper. Da sehen wir mal die sogenannte Advanced Decline-Linie. Verglichen mit dem Nasdaq, oben der Nasdaq, unten Anteil der Aktien, die gestiegen sind, Anteil der Aktien, die gefallen sind. Wir sehen, es sind die allermeisten Aktien gefallen, aber die wenigen großen, die gestiegen sind, die haben das Ganze nach oben gebracht. Und jetzt sagt eigentlich ein Dauerbulle, nämlich Jeremy Siegel, also ich denke, zyklische Aktien, die sind schon eigentlich gut bepreist für eine milde Rezession. Da ist ja, wenn wir uns bestimmte Aktien anschauen, die sind nicht teuer. Es sind die Tech-Aktien, die eben überteuert sind und die dementsprechend auch natürlich ein viel, viel größeres Fallpotenzial haben. Und dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal
diese invertierte Zinskurve 2 Jahre und 10 Jahre. Diesmal ist alles anders. Wir haben Bestätigung durch Frühindikatoren, dass die Dinge jetzt schwierig werden, dass also mit einer Verzögerung diese Zinsanhebungen dann eben doch wirken. Und hier sehen wir mal Nasdaq Valuation, also die Bewertung von Nasdaq-Titeln, und das ist ja zum Großteil, sind das die 7 großen, dass das abweicht von den Realrenditen. Normalerweise läuft das sehr, sehr parallel. Also wir sehen, da sind Kluften zwischen der Realität offenkundig und den Annahmen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Aktien, die sehr, sehr teuer sind, dann performen in einer Rezession, dann sehen wir, dass sie deutlich schlechter performen. Hier sehen wir mal die Rezessionen auf der linken Seite. Also, die verlieren dann in der Regel auch mehr, klar, weil da viel mehr auch eingepreist war. Und jetzt schauen wir uns mal diese Bewertungen an, etwa der großen Tech-Aktien durch die sogenannte PEG-Ratio. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis nochmal in Relation zum Wachstumsverhältnis. Also, wie teuer sind die Aktien angesichts ihres Wachstums, das sie zuletzt gezeigt haben? Und hier sehen wir eine Microsoft 3,03 PEG-Ratio, eine Apple 3,95, eine Nvidia über 10, Sven Henrik sagt hier, der diese Tabelle gemacht hat, also 2,0 galt schon als extrem teuer noch vor einiger Zeit, aber viele Blasenjünger sagen dann, ach weißt du, Bewertungen spielen doch keine Rolle mehr. Und hier sehen wir mal diese Marktkapitalisierung, eine Apple fast schon bei 3 Billionen, Microsoft 2,5 Billionen, dann eine Alphabet mit 1,5 Billionen. Jetzt stellen wir uns mal vor, deren Geschäftsmodell Suchmaschine würde deutlich an Bedeutung verlieren, dann bräuchten sie ein anderes Geschäftsmodell. Und hier sehen wir mal, was diese starke Erholung seit dem Tief im Herbst eigentlich ausgemacht hat. Es waren nicht die Erwartungen, dass die Gewinne steigen. Es war die sogenannte Multiple Expansion. Also die Aktien sind schlichtweg teurer geworden, um es mit einem Satz zu sagen. Interessanterweise ist es nur in der Eurozone, ex-UK, so, dass die Aktien nicht signifikant teurer geworden sind, eben weil die Ergebnisse und auch die Prognosen für die Ergebnisse einigermaßen Schritt gehalten haben. Und hier sagt Alexander Vogt, okay, schaut euch mal an, on the long run, was es bedeutet, wenn du sehr teure Aktien kaufst und was es bedeutet, wenn du nicht teure Aktien kaufst, dann siehst du historisch gesehen, dass die nicht teuren Aktien sich besser entwickeln als die zu teuren. Macht ja unmittelbar Sinn. In den teuren Aktien ist viel Hoffnung eingepreist. Da ist eine Euphorie, die dann manchmal auf die Realität trifft. In den billigen Aktien, die also schon gelitten haben, die viel verkauft wurden, da sind kaum Leute drin, da besteht wenig Euphorie. Also macht es Sinn, eben sich auf solche Aktien zu fokussieren. Und jetzt nochmal zu dieser Geschichte mit der Fed und den Zinsen. Hier sehen wir, dass es sogar ein Restrisiko gibt, jetzt, dass 3 Zinsanhebungen durch die Fed nochmal gibt, also relativ gering, aber immerhin 82% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed mindestens noch einmal die Zinsen anhebt in diesem Jahr. Und vor 4 Wochen hat man eigentlich gedacht, so die Fed Fund Futures, dass die Fed die Zinsen noch in diesem Jahr 2-mal senken wird. Und das sieht derzeit nicht so aus. Warum sieht es nicht so aus? Weil die Fed eben den Fehler der 70er, 80er Jahre nicht begehen will, wiederholen will, als man zu früh die Zinsen gesenkt hat. Und selbst wenn die Wirtschaft jetzt nach unten geht und selbst wenn die Inflation nach unten geht, dann wird die Fed das dennoch nicht tun, die Zinsen zu senken. Sie wird sie vielleicht nicht mehr anheben, aber eben auch nicht senken. Und so lange zu warten, bis sie sagt, okay, jetzt können wir vielleicht etwas tun, wenn die Rezession wirklich da ist. Denn die Notenbanken ahnen schlichtweg, dass sie eine Rezession auslösen müssen, damit diese Nachfrage irgendwie gedämpft werden kann. Wir sehen ja, mit dieser Euphorie an den Märkten entsteht Nachfrage, die musst du irgendwie dämpfen. Jetzt haben wir die Situation, dass die Zinsen ja schon höher sind als die Inflation, die CPI-Inflation. Das ist durchaus derzeit der Fall, aber hier sehen wir mal, wir bekommen ja, ich glaube in der nächsten Woche, es ist Daten aus dem Juni, die Inflationsdaten aus dem Juni, nee, kann nicht nächste Woche sein für Juni, das wird ja dann für Mai sein frühestens, weil wir jetzt noch im Juni sind, aber sei es drum, wir waren im Juni 2022, hatten wir die höchste Inflation in den USA, 9,1%, und seitdem geht es Stück für Stück runter, und das bedeutet, dass natürlich jetzt dieses Potenzial aufgrund des
Basiseffekts. Wenn die Inflation bei 9,1% ist, dann ist es natürlich viel schwieriger, darüber zu kommen, als wenn im Vorjahresmonat die Inflation bei 2% lag. Also das zeigt, wie Jim Bianco hier sagt, wir könnten jetzt praktisch den Tiefpunkt der Vorjahresmonatsinflation bald erreichen. We could bottoming out, wir könnten einen Boden bilden, und das würde bedeuten, dass die Fed eben dann konfrontiert ist, vor allem mit Werten jetzt nach dem Juni oder nach den Juni-Zahlen, die dann wahrscheinlich irgendwann im Juli kommen, dass man sagt, okay, also wir sehen jetzt zum Vormonat, zu den Vorjahresmonaten geht die Inflation wieder nach oben. Kommen wir jetzt mal nach Deutschland, wo wir einen sehr, sehr schwachen IFO-Index gesehen haben heute. Der zweite Rückgang in Folge. Vor allem die Erwartungen sind massiv eingebrochen. Und hier sehen wir mal den City Economic Surprise Index für die Eurozone. Der ist schon echt sehr, sehr weit unten, war nur in der Dotcom-Blase und im Corona-Crash noch weiter unten. Also die Daten überraschen. Und so wie heute der IFO praktisch auf der Unterseite. Und hier sehen wir mal einen Vergleich: China, Emerging Markets, global, USA. Nichts ist so schlecht wie die EU, respektive eben die Eurozone. Das zeigt, wie dramatisch die Lage hier ist. Dennoch wird die EZB wahrscheinlich im Juli die Zinsen nochmal anheben. Und dass die Lage besonders schlecht ist in Deutschland, wie wir gleich sehen werden, das hängt natürlich auch mit politischen Dingen zusammen. Jetzt will scheinbar die EU-Kommission Deutschlands Pläne zur Absicherung der Energiewende durchkreuzen. Die Deutschen hatten sich ja vorgestellt, okay, wir wollen aussteigen aus der Kohle bis 2030, die man jetzt einmal sieht, nach oben gefahren hat, und dafür neue Gaskraftwerke bauen. Das sagt die EU-Kommission, aber nö, ist nicht. Jetzt muss sich Roberto Habeckino etwas überlegen, wie er das Ganze macht, und das muss die Politik insgesamt. Wir haben hunderte von Millionen stecken wir in den öffentlichen Rundfunk, der praktisch die AfD komplett ausschließt. Das ist eine Strategie, die man ja in Frankreich gefahren hat. Wir sprechen nicht mit dem Front National, der wird nicht eingeladen, nirgendwo. Es wird wahrscheinlich kein Weg darum gehen, auch die AfD irgendwie in die Politik einzubinden. Ich kann faktisch nicht die zweitstärkste Partei komplett links liegen lassen. Wenn ich das tue, dann radikalisiere ich die noch mehr. Die sollen doch mal zeigen, was sie können. Sie sollen sich an der Realität ausprobieren, und dann werden sie vielleicht auch entzaubert, könnte man sagen. Also da ist also viel Geld ausgegeben worden, um irgendwie einen Rundfunk hier aufzustellen, der, naja, für viele Leute die Realität nicht mehr abbildet. Wir haben hunderte Milliarden für die Energiewende ausgegeben. Und was haben wir? Den teuersten und zweitdreckigsten Strom in Europa. Wir haben die höchsten Rentenbeiträge, aber das geringste Rentenniveau. Wir haben Rekordstaatsausgaben, aber wir haben einen Wohlstandsabbau. Also irgendwie mathematisch ist das jetzt nicht so erfolgreich, könnte man sagen, was die Koalition hier zustande bringt. Und in Deutschland ist die einzige große Ökonomie, die nach wie vor unter Vor-Corona-Niveau agiert. Selbst unsere Freunde aus Griechenland, auf die wir ja mit Hohn herabgeschaut haben, die haben es besser gemacht. Klar, die kommen von sehr niedrigem Niveau, aber es zeigt, wie dramatisch die Lage hier ist, wie schlecht die Lage hier ist, und schlecht ist die Lage auch der Bundesbank, denn die braucht jetzt wahrscheinlich frisches Geld, denn sie hat im Rahmen der Anleihekäufe der EZB in Nullzinsphasen hat sie jetzt Verluste, weil eben die Renditen steigen und die Anleihekurse fallen, und da muss Berlin wahrscheinlich einige Milliarden reinbuttern. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Zwei abschließende Empfehlungen, meine Damen und Herren, bevor meine Stimme versorgt. EZB, das Inflationsproblem im Euroraum sieht deutsch aus. Auch das Wirtschaftsproblem im Euroraum sieht irgendwie deutsch aus. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, wir sehen einen regelrechten Stimmungseinbruch, den Stefan Heibel hier ermittelt hat. Wir haben den heftigsten Stimmungseinbruch im DAX seit dem November 2021. Stefan Heibel ermittelt ja immer diese Stimmungslagen jede Woche. Schauen Sie sich das mal an, was da passiert ist. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus und Ciao.